Okay, hallo zusammen, mein Name ist Forsaken und ich bringe euch heute einen Setup-Guide für StarCraft 2. Hier werde ich jetzt durch die verschiedenen Setting-Tabs gehen und euch so zeigen, auf welche verschiedenen Sachen es ankommt. Das erste, was ihr euch klar machen wollt, ist, in welchem Display-Mode ihr spielen wollt. Das ist ja, die Wahl zwischen Windowed, Windowed Fullscreen oder Fullscreen. Generell kommt es dabei eigentlich nur darauf an, dass ihr, wenn ihr streamen wollt, Windowed Fullscreen streamt, meistens zumindest, es sei denn, ihr habt ein Capture-Tool für das Spiel an sich, was zum Beispiel ein XSplit mit dem Game Source Mode drin ist, dann könnt ihr auch im Fullscreen spielen. Am wichtigsten ist jedoch das Gamma. Wenn ihr mit einem höheren Gamma spielt, habt ihr auf der Map eine deutlich bessere Sicht. Das Ganze kann man mit dem Fullscreen-Modus entsprechend einstellen, hier den Slider dann bewegen und dann entsprechend deutlich besser auf der Minimap klarkommen. Wenn man wie ich im Windowed Fullscreen Mode oder im Windowed Mode spielt, muss man das entsprechend im Treiber auf dem Desktop einstellen. Also bei mir dann im Nvidia Treiber oder ich eine Nvidia Karte habe oder bei ATI. Ihr müsst da selbst rausfinden, was für euch noch quasi annehmbar ist und wo es dann zu hell wird. Aber es ist deutlich einfacher, gerade Dropships etc., kleine Punkte auf der Minimap zu sehen, wenn euer Gamma hoch ist. Für die Texturen und die allgemeine Grafik gilt im Endeffekt, das ist zum einen Präferenzsache, zum anderen fällt es einem deutlich einfacher, mit Low-Texturen und Low-Einstellungen insgesamt den Unit-Count zu ja, besser im Auge zu behalten. Das ist bei mir gerade dann aufgefallen, wenn ich zum Beispiel gegen viele Roaches gekämpft habe und dann auf einmal entdeckt habe, oh, ich kann ja alles auf Low stellen, mal sehen, was das ausmacht, und danach auf einmal deutlich besser einschätzen konnte, wie viele Roaches jetzt da sind oder generell wie viele Einheiten gegen wie viele kämpfen. Und es hilft enorm, einfach einschätzen zu können, ob man diesen Kampf jetzt gewinnen kann oder nicht, weil man nicht mal die Einheiten insgesamt zählen muss, sondern einen deutlich besseren Überblick davon bekommt, wie viele Einheiten circa auf der Map sind und ob meine Einheiten das circa schaffen. Dementsprechend empfehle ich Low, ist aber Präferenzsache. Kommen wir zum Sound. Ich spiele generell mit diesen präferierten Sound-Settings, wie ihr hier seht. Wichtig ist dabei eigentlich nicht wirklich irgendwas, alles Referenzsache. Einzig Ambient-Sounds ist nicht wirklich wichtig, deswegen tendiere ich dazu, es abzuschalten. Und die Sound-Level an sich sind relativ egal, einfach aus dem Grund, weil das je nach PC-Setup variiert. Bei mir ist alles relativ low, weil ich mit 100% Windows-Lautstärke spiele. Und damit kommen wir dann hier zum Voice-Chat. Das ist auch Präferenzsache, ob ihr es benutzt oder nicht. Ich benutze es persönlich nicht, habe es dennoch an, einfach damit ich nicht aus Versehen unten rechts auf den Tab drauf komme, wo dann steht kein Voice oder Voice Chat Options, glaube ich, heißt es. Und deswegen habe ich das ausgestellt, damit dort dieser Tab nicht erscheint und ich dementsprechend nicht aus Versehen mitten im Kampf draufklicke und dieses Fenster hier öffne. Bei Controls kommt es sehr stark auf eine Sache an, nämlich auf den Maus-Scroll-Speed. Ich habe sehr lange Zeit mit 20% gespielt und es ist unglaublich schwierig, damit gut zu micron, einfach weil man sehr, sehr lange am Bildschirmrand sein muss, bis man denn den Bildschirmausschnitt wirklich um zum Beispiel eine halbe oder eine Bildschirmlänge bewegt. Das Ganze kostet sehr viel Zeit, die man nicht hat, wenn man viel splitten will. Deswegen, je höher ihr das habt, umso besser. Ich persönlich habe lange Zeit versucht, das auf 100% zu erhöhen. Aber darauf konnte ich mich einfach nicht eingewöhnen. Bin jetzt im Endeffekt bei fast dem Dreifachen von 20% klar, nämlich 52%. Und es ist sehr gut. Also damit einfach so viel rumspielen, wie ihr entsprechend könnt und es so hoch einstellen, wie ihr könnt. Es bringt nur Vorteile, je höher dieser Speed eingestellt ist. Enable Mouse Sensitivity ist dazu da, um StarCraft eine andere Maus-Sensitivity zu geben, als ihr auf dem Desktop habt. Wenn ihr also auf dem Desktop perfekt wirklich mit der Maus klarkommt und auch alle, zum Beispiel die X-Button bei den Fenstern, die ihr schließen wollt, trefft etc., würde ich das ausstellen und falls ihr einfach merkt, okay, in StarCraft brauche ich eine andere Sensitivity, da eben rumspielen. Mouse Zoom habe ich einfach ausgestellt, damit mir das nicht aus Versehen irgendwie ja, dazwischen kommt. Ist ja auch nicht wirklich wichtig. Und den Windows Key habe ich ebenfalls ausgeschaltet. Falls ihr euch nur auf das Spiel konzentrieren wollt, könnt ihr das auch mit dem Alt-Tab-Shortcut machen. Bei Gameplay Options ist es sehr wichtig, dass man die Unit Status Bars auf Always hat, um immer zu sehen, wie viel Leben die Energie hat, wie viel Leben die Einheiten haben. Team Colored Life Status Bar ist für mich etwas verwirrend, weil ich mich nicht daran gewöhnt habe. Könnte jedoch relativ gut sein. Das ist quasi so, dass eure Einheiten, egal wie viel Leben sie haben, immer die grüne HP-Anzahl haben und die gegnerischen Einheiten immer eine rote. Ist also gerade in Mirror-Matchups sehr sinnvoll, überall anders allerdings nicht wirklich. Ich persönlich habe alle möglichen Flyer ausgestellt, einfach weil ich weiß, welche Unit was ist und auch andere Sachen, wie zum Beispiel
World Object Tooltips, als zum Beispiel Automaton 2000, habe ich ebenfalls ausgestellt, einfach weil mir diese Informationen nicht viel bringen. Hingegen einschalten solltet ihr das Display Build Grid. Das erlaubt es euch zu sehen, ob ihr quasi das Wall-Off completen könnt oder nicht. Und schafft quasi ein Raster um eure Gebäude, wenn ihr sie bauen wollt, und zeigt, wo ihr sie bauen könnt und wo nicht. Ebenfalls wollt ihr eigentlich alle Replays speichern, um zu sehen, okay, wie habe ich mich entwickelt, und diese zu analysieren. Und natürlich Replay-Time-Info, damit ihr eine Zeitanzeige während des Replays-Schauens habt. Ich persönlich präferiere außerdem, die Menübar zu verstecken, weil man dort auch aus Versehen mal draufklicken kann, und Control Groups unclickable zu machen, aus demselben Grund. Show Alerts habe ich ebenfalls aus, das ist, dass links an der Seite diese quasi verschiedenen grünen Plättchen angezeigt werden, falls irgendwas passiert, und da habe ich auch aus Versehen mal drauf geklickt, deswegen habe ich das ebenfalls ausgemacht. Show Game Timer, eine der wichtigsten Optionen, die man unbedingt einschalten sollte, um sich zu orientieren, wie lange das Spiel etwas schon läuft, und um sich auf entsprechende Timings vorbereiten zu können. Und Game Tooltips kann man deaktivieren, allerdings fehlt einem dann dadurch einfach die Einsicht, um zu sehen, okay, habe ich die 100 Gas für Stim, weil man auf die rote Schrift, wenn man zum Beispiel nicht 100 Gas hat, entsprechend schneller reagiert, als wenn man ein paar Mal draufklickt und es einfach nicht erforscht wird und oben rechts quasi double checken muss. Der Rest ist relativ egal und Präferenzsache, das hat aber keinen großartigen Einfluss auf das Spielerlebnis an sich. Battle.net ist auch alles Präferenzsache. Die einzige Sache, die ich euch hier empfehlen kann, ist, den Busy-Status im Spiel zu haben, damit euch Chat-Messages nicht ablenken. Einen letzten Blick noch auf die Hotkeys. Hier will ich nur anmerken, dass ich verschiedene Sachen rebindet habe, und das sind vor allem die Control Groups. Ich habe für meine Control Groups Q, W und F ausgewählt, einfach weil diese Tasten mir aus MMOs schon sehr, sehr gelegen kamen und alles, was dort bisher drauf gebindet war, nicht wirklich gepasst hat. Somit, ich benutze nämlich auch 1, 2, 3 etc., aber habe quasi fast zwei Control Groups direkt untereinander. Also tobt euch damit auch aus, falls ihr merkt, okay, mein Patrouillieren-Command ist zum Beispiel zu weit weg. Das habe ich auch von P auf Y gelegt, damit ich schneller dran komme etc. Das ist aber Präferenzsache, nur seid euch bewusst, dass ihr die Option habt, immer ungenutzte Keys in der nahen Reichweite mit etwas Sinnvollerem zu belegen. Von daher, das war's von mir. Ich war der Forsaken, oder bin immer noch der Forsaken eigentlich, und das war mein Setup-Guide für StarCraft 2. Ich hoffe, euch werden diese Einstellungen helfen, ein besseres Spielerlebnis zu haben und effektiver zu spielen. Von daher.